Dann haben wir noch eine Sache. Ich habe eine Frage bekommen, tatsächlich, von einem Zuschauer auf YouTube. Ein Wunder ist geschehen. Und der User möchte gerne Folgendes tun. Er möchte eine individuelle Begrüßung als Sound, so wie bei mir. Ja, also kommt rein, also der, der die Sounds hinterlegt hat, bekommt ja auch den Sound hier ausgespielt. Und diese User möchten das auch haben. Ja, also er möchte das auch haben. Nur, ich muss das so zeigen, dass es relativ einfach ist. Ja, und deswegen machen wir hier gerade mal einen ganz kurzen Exkurs, ja, bevor wir dann gleich ins Game starten. Wir machen jetzt hier einmal einen kurzen Exkurs Richtung, wie mache ich das, dass der User getickt wird oder angetriggert wird, dass ein Sound rauskommt oder eine Aktion ausgefahren wird, wenn der User in den Chat kommt. So, und dann fangen wir einfach mal an mit einer kleinen Aktion. Ja, wir werden hier eine neue Aktion einfach hinzufügen und irgendwie User Sound oder so. Ne? Hallo Silent Death, grüß dich. Wir nennen die dann einfach User Sound. Und dann brauchen wir für jeden User in dem Fall eine Einzelaktion. Das heißt also zum Beispiel User X. Ich nehme mal jetzt hier, weil Mobserator ja auch da ist. Mobserator. So, der kriegt seine eigene Aktion. So, Moderator, Ausrufezeichen. Das machen wir jetzt, weil ich habe schon mal einen Moderator hier drin. Und dann, oh, das ist eine gute Idee, Matthias. Und dann machen wir hier für den Moderator zum Beispiel einen Sound. Also gehen wir hier auf Sub-Action, rechte Maustaste, gehen auf Core, gehen auf Sounds, gehen auf Play-Sound und dann suchen wir uns einfach irgendeinen Sound aus. Was weiß ich, ne? Ich habe hier bestimmt irgendwo was. Hier so ein Furz von mir aus, so. Und nehmen das Finishing Before Playing raus, damit gleich der nächste auch starten kann. Beziehungsweise können es auch anlassen. Dann haben wir hier im Endeffekt so eine Art Cooldown mit drin und sagen, okay. So, dann haben wir die Aktion für den jeweiligen User schon gemacht. Jetzt braucht der User ja natürlich noch den Trigger. Also so, die Aktion muss ja ausgeführt werden. In StreamerBot 2, also in StreamerBot 0.2, kann man das per Trigger machen. In StreamerBot 0.122 macht man das so, wie ich es jetzt mache. Das heißt also, wir gehen jetzt hier in unsere andere Aktion, User Sound, gehen hier rein und sagen hier rechte Maustaste, gehen hier auf Twitch, gehen auf User und dann gehen wir hier auf Get User Info from Target und wählen hier bei Source Type einfach User aus. Das ist das erste. Und wie er mich wieder indirekt würgt, ein Furz-Sound für mich, ja, ist halt so. Okay, und dann machen wir Folgendes, wir müssen dann hier in Core gehen, dann auf Logik und dann if-else. Und in der Variable müssen wir jetzt einfach den Namen eintragen, genauso wie er auf Twitch angegeben ist. Also hier in dem Fall der Moderator. Und wenn der equal ist, Mahlzeit, und wenn er gleich ist, ja, mit dem User, dann haben wir ja schon alles geschafft. Deswegen hier Operator ist equal. Equal heißt gleich, ja. Und wenn der, wenn die Variable, ach so, stimmt gar nicht, stopp. Entschuldigung. Das nehmen wir nochmal raus. Wenn die Variable User, das ist nämlich die Variable für hier oben, Entschuldigung, ja, also hier muss User, also wenn die Variable User gleich der Moderator ist, das ist das Value, also das ist das, was drinstehen soll, dann mach folgende Aktion. Jetzt suchen wir uns die Aktion nochmal raus, und zwar haben wir hier Moderator Ausrufezeichen. Und ansonsten, ja, Continue. Und dann okay. Und das gleiche machen wir dann, wenn wir mehrere User haben. Das heißt also hier einfach das immer kopieren, ja, und dann einfach die anderen User hier immer eintragen. User bla, User blub, User keks, ja. Und dann haben wir das eigentlich auch schon. Dass praktisch diese Info, ja, also der Bot prüft einfach, ist der User gerade da oder ist der User, ne, wenn der User da ist, dann macht das. So, jetzt kann man Folgendes tun. Jetzt kann man entweder, sagen, dass es automatisch passieren soll als Begrüßung, und das machen wir jetzt auch. Oder ja, dass der noch einen separaten Command bekommt und er bekommt dann halt nur den Command, den er dann ausführen kann. Aber das macht ja keinen Sinn. Also machen wir das per Begrüßung. So, das heißt also, was als nächstes passiert, wir gehen hier auf Platforms, General, und dann sehen wir hier First Words. Ja, und hier bei mir ist ja First Words drin, weil bei mir hier auch alle Sounds hinterlegt sind. Aber in dem Fall würden wir dann statt First Words User Sounds, das wir, was wir angelegt haben, hier hinterlegen. Und wenn wir das hinterlegt haben, ich mache mal hier gerade Reset, und der Moderator jetzt was in den Chat schreibt, schreibt mal Moderator. Er schreibt jetzt einfach irgendwas in den Chat. Oder er schreibt einfach gar nichts. Gibt's auch. Dann müsste das schon funktionieren. So. Ne? Er kam rein und es wurde gefurzt. Genau. Also so ist das. Das ist voll einfach. Ja. Also ihr macht für jeden einzelnen User in eurem Chat eine Aktion
mit Sound oder irgendwelche Effekte oder irgendwas oder Text oder keine Ahnung, weißt du, Kuckuck. Und ihr braucht ein eine Überaktion, die das prüft. Ja, und in der Überaktion haben wir ja gesagt, add target info from redeemed, also für User. Und dann schreibt ihr hier in dieser if-Abfrage in der Logik, wenn die Variable User dementsprechend der User ist, dann bitte die Aktion ausführen, ansonsten keine Aktion ausführen. Ja, und der letzte Schritt war halt Platforms, First Words. Wow. Genau, letzte Funktion war halt dann in First Words, ja, damit das halt immer automatisch passiert, wenn einer was reinschreibt. Einfach eintippen und sobald man das eingetippt, sobald dann irgendeiner eintippt und der Bot das geprüft hat, wird er halt mit Sound oder Effekt oder was ihr auch immer habt für die Leute, ja, dann begrüßt. Also voll easy.